Ja, weitere aktuelle Ereignisse, die stehen an. Tatsächlich der Konflikt um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen spitzt sich innerhalb der Bundesregierung weiter zu. Die SPD-Spitze fordert seine Entlassung. Der Bundesinnenminister Horst Seehofer hält weiter seine schützende Hand über Georg Maaßen. Gleich um 3:30, also in diesen Minuten, treffen sich Spitzenvertreter der Großen Koalition zu einem Krisentreffen zur Causa Maaßen im Kanzleramt. Und vorm Kanzleramt, da steht jetzt mein Kollege Gerd-Joachim von Verloa. Hallo nach Berlin. Ja, hallo. Herr von Verloa, wie sehr wird jetzt Hans-Georg Maaßen zur Belastungsprobe der Großen Koalition? Na, das ist ja eigentlich schon die ganze Zeit. Vor wenigen Minuten ist hier der Bundesinnenminister reingefahren und auch die SPD-Parteichefin ist gekommen. Sie werden jetzt mit der CDU-Parteichefin und Bundeskanzlerin zusammensitzen und Andrea Nahles wird noch einmal vortragen, dass für die Sozialdemokraten der Präsident des Bundesverfassungsschutzes nach seinem Auftritt gestern vor den Gremien, dem PKGR, dem Parlamentarischen Kontrollgremium und dem Innenausschuss, mit seinen Aussagen nicht mehr haltbar ist. Zumal heute noch der Vorwurf des Fernsehmagazins Kontraste dazu kommt. Herr Maaßen habe Informationen weitergegeben an Stefan Brandner, den Vorsitzenden des Rechtsausschusses von der AfD, im Sommer diesen Jahres. Dazu hat Maaßen sich übrigens schon geäußert. Er hat gesagt, er hat viele Gespräche geführt. Gestern nannte er sogar im Innenausschuss eine Zahl, 237 Gespräche mit Politikern seit dem Jahr 2012. Fünf davon hat er mit AfD-Vertretern geführt, eine am 13. Juni eben mit Herrn Brandner. Und das alles sei gedeckt durch den Bundesinnenminister, der ihn beauftragt habe, gelegentlich dem ein oder anderen Abgeordneten Rede und Antwort zu stehen. Und in dem Gespräch mit Herrn Brandner, das weiß man von selbigen, ging es um vertrauliche Zahlen, die wenige Wochen später, eigentlich wären es nur Tage gewesen, aber vielleicht erinnern Sie sich noch, dass der Verfassungsschutzbericht um mehrere Wochen geschoben werden musste, also die wenige Wochen, Tage später und wenige Wochen dann in Wirklichkeit später veröffentlicht wurden. Das ist ein neuer Vorgang, wieder also die Akte Maaßen, und er ist in der Tat zur schweren Belastungsprobe jetzt für die Koalition geworden. Eine schwere Belastungsprobe, heißt das denn auch, dass die Große Koalition über die Causa Maaßen stolpern könnte und endgültig platzen könnte? Wir haben jetzt folgende Situation hinter mir im Kanzleramt. Da ist Horst Seehofer als der oberste Dienstherr von Herrn Maaßen. Der sagt, Herr Maaßen hat alles richtig gemacht, ich behalte ihn. Das hat er ja heute auch schon öffentlich im Deutschen Bundestag getan. Dann ist der Koalitionspartner SPD da, in Form von Andrea Nahles. Die sagt, also der Mann ist so nicht mehr zu halten. Und dann ist die Bundeskanzlerin da, die am liebsten sagen würde, der Mann muss weg, ich will ihn entlassen. Das kann sie aber nicht. Bei aller Macht der Bundeskanzlerin muss man immer wieder sagen, es ist eine Koalitionsregierung aus drei Parteien und die beiden anderen sind Parteichefs einer jeweiligen Partei, auf die man übrigens auch nicht verzichten kann. Im Gegensatz zur letzten großen Koalition, da hätte die CSU durchaus rausscheren können, braucht die Bundeskanzlerin zur Bildung dieser Regierung hier die CSU und natürlich die SPD. Also alle drei zusammen schaffen es gerade hier, die Mehrheit des Hauses im Deutschen Bundestag zu stellen, und deswegen kann sie nicht einfach über den Kopf von Horst Seehofer Herrn Maaßen entlassen. Und nun ist eben die große Frage, wie löst man das Problem? Ja, eine schwierige Gemengelage, ganz unterschiedliche Interessen. Inwieweit spielt denn die bayerische Landtagswahl hier eine Rolle in dem Konflikt? Das ist ganz offensichtlich, das pfeifen hier die Spatzen von den Dächern. Natürlich ist es so, dass Horst Seehofer auf Landtagswahlkampfmodus ist, eigentlich schon seit dem letzten Jahr, im Grunde genommen schon die letzten drei Jahre, seit diesem ominösen September 2015, als Angela Merkel entschieden hat, dass die Flüchtlinge kommen dürfen. Und seitdem hat man das Gefühl, ist der bayerische CSU-Vorsitzende und mittlerweile Bundesinnenminister im Wahlkampfmodus. Das singen hier die Spatzen von den Dächern. Und wenn es so wäre, dann könnte man ja hoffen, dass es in 4 Wochen nach der Landtagswahl in Bayern etwas ruhiger würde. Aber das bleibt abzuwarten. Wie kam es nun heute so plötzlich zu dem Krisentreffen? Das wurde ja recht holterdiepolter anberaumt in Berlin.
Ja, das war so ein bisschen ungünstig. Die SPD tat sich schwer, auch schon gestern in den Ausschüssen. Die Vertreter der SPD kamen immer mal wieder raus, telefonierten. Ihnen war das nicht geheuer. Sie waren eigentlich auch für den sofortigen Rücktritt von Herrn Maaßen. Man konnte sich aber im Willy-Brandt-Haus dazu nicht so recht entschließen. Heute Morgen in der Bundestagsdebatte hat die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Eva Högel ja im Grunde genommen den Rücktritt von Maaßen gefordert, ohne das Wort Rücktritt in den Mund zu nehmen. Und dann gab es ein Krisensitzung im Willy-Brandt-Haus und man hat gesagt, wenn die Koalitionsparteien mit guten Argumenten jetzt heute in der Öffentlichkeit genau wie gestern gefordert haben, Herr Maaßen ist nicht mehr haltbar, warum sollen wir unsere Argumente dann anders gewichten? Wir sehen das genauso wie diese Oppositionsparteien, nur weil wir Koalitionspartner sind, und wir müssen jetzt unser Gewicht in dieser Koalition einbringen und Druck machen auf die Bundeskanzlerin. Und das hat dann der SPD-Generalsekretär übernommen, der von Angela Merkel öffentlich gefordert hat, Herrn Maaßen heute und hier zu entlassen. Und in diesen Minuten wird darüber diskutiert. Wie läuft das Treffen ab? Oder anders gefragt, wissen wir nachher schon mehr in Sachen Maaßen? Ja, das weiß man nie. Ich glaube, die drei, die da drin sitzen, wissen es auch nicht so genau. Irgendeine Lösung muss es ja geben. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Für alle drei, vor allen Dingen aber für den CSU-Parteichef und für die SPD-Chefin, ist es letzten Endes auch irgendwo eine Frage des Gesichtsverlustes. Und es ist nur schwer vorstellbar, wie man das Problem lösen kann. Es gibt eigentlich nur eine wirkliche Möglichkeit, indem der Bundesinnenminister hinter verschlossenen Türen mit Herrn Maaßen redet und sagt, Sie wissen, was Sie jetzt zu tun haben. Und Herr Maaßen quasi in Anführungsstrichen frei zurücktritt. Das ist die einzig denkbare Möglichkeit im Moment. Eine weitere Möglichkeit, die sicherlich zu diskutieren ist, für die SPD aber eigentlich nicht wirklich akzeptabel sein kann, ist, dass man sich darauf einigt, dass Herr Maaßen vorläufig im Amt bleibt und das Ganze dann nach der Bayernwahl so ein wenig seinen Lauf nimmt und er dann irgendwann abgelöst wird. Es bleibt jedenfalls spannend. Wir werden das heute weiter beobachten. Vielen Dank, Gerd-Joachim von Fallois, für Ihre Einschätzung und Analyse bis hierhin.